Ed ora dall'Austria il nostro amico Georg Mayer. Buonasera Milano, ciao amici, ciao a tutti. Cari amici, es ist großartig heute bei euch in Mailand den Beginn einer neuen Zeit in Europa einzuleiten. Ciao a tutti, buonasera. Cari amici, è fantastico avervi qui per iniziare oggi insieme a Milano una nuova era. Bei den Wahlen am 26. Mai entscheidet sich, ob Europa weiterhin Masseneinwanderung, Islamisierung und Zentralismus erdulden muss. Con le elezioni il 26 maggio si decide se l'Europa verrà ancora più islamizzata e se dovremo continuare con le immigrazioni di massa. Oder ob wir endlich Europas Grenzen schützen und die Masseneinwanderung aus Arabien und Afrika stoppen können. Oppure se vogliamo difendere i confini europei e se vogliamo arrestare l'immigrazione dall'Africa e dal Medio Oriente. Ob wir eine Zentralregierung in Brüssel erhalten oder wieder mehr Macht für unsere Staaten und Parlamente erhalten. Se manteniamo ancora un forte potere centrale a livello europeo o se restituiamo il potere ai nostri singoli stati europei. Ob wir unsere großartigen Kulturen erhalten können oder eine europäische Einheitskultur bekommen. Se riusciamo a mantenere le nostre fantastiche culture diverse oppure se vogliamo avere un'unica cultura europea. Und ob wir weiterhin jemanden wie Jean-Claude Juncker an der Spitze haben oder jemanden wie Matteo Salvini oder Viktor Orban. E decidiamo se vogliamo continuare a avere al vertice qualcuno come Juncker oppure piuttosto qualcuno come Matteo Salvini o Viktor Orban. Matteo hat in Italien bereits Großartiges geleistet. Matteo in Italia ha già fatto veramente qualcosa di fantastico e di grandioso. Er ist nicht nur der Schutzherr in Italien, sondern für ganz Europa, wenn er die illegalen Migranten nicht auf den Kontinent lässt und die Menschenhändler und Schlepper wirksam bekämpft. E non difende soltanto l'Italia, ma tutta l'Europa, se previene il flusso di migranti e se previene il fatto che arrivino migranti insieme ai barconi. Devo dire grazie Matteo, bravissimo Matteo. Cari amici, Europa braucht jetzt einen neuen Kurs. Weg mit Leuten wie Angela Merkel, Emmanuel Macron und Jean-Claude Juncker. Wir brauchen Politiker wie die, die hier in Mailand versammelt sind, um in Europa etwas zu ändern. Abbiamo i politici che sono presenti qui oggi a Milano per poter cambiare l'Europa. Wir sind die richtigen Medikamente für den Patienten Europa. Wir sichern die Kulturen, die Vielfalt, die Demokratie und die Freiheit. Noi siamo la medicina giusta per i pazienti europei. Siamo i difensori delle diverse culture, della diversità e della multiculturalità. Wir brauchen ein gemeinsames Europa für Frieden, Freiheit und Wohlstand, in Freundschaft zueinander und auf Augenhöhe aller. Abbiamo bisogno di un'Europa che combatta per la libertà e per la democrazia, dove noi siamo amici tra di noi. Wir sind keine Zerstörer und Spalter, wir sind Reformer und Bewahrer. Wir, liebe Freunde, wir sind die Zukunft Europas. Non siamo né distruttori né altro, siamo dei riformatori dell'Europa e siamo noi il futuro dell'Europa, cari amici. Weil wir seine großartigen Kulturen schützen, die Demokratie verteidigen und ein Herz für die Menschen haben. Se difendiamo la democrazia e mostriamo rispetto per i nostri concittadini. Mit Hausverstand und Verständnis für die Sorgen und Wünsche der Menschen. Se capiamo i bisogni delle persone. Ich bin stolz, hier in eurer Mitte sein zu dürfen und sprechen zu dürfen. Viva Milano, viva Matteo, viva Europa! È un onore per me essere qua, sono fiero di essere qui insieme a voi oggi. Viva Milano, viva
l'Europa viva Matteo.